Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Final Fantasy VI Pixel Remastered. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen da mal rein. Oh, und sieh an. Was ist denn da los? Relm? Hey, alter Tatterkreis, spielst du Reise ins Altenheim oder was? Was? Wow. Okay. Ah ja. Relm, bist du das etwa? Bei den Göttern du lebst. Ach, dann bekommen wir hier jetzt gleich, oder was? Das ist ja cool. Red doch nicht so ein wirres Zeug, Opa. Und ich dachte, du wärst längst... Also Opa, ich geb doch nicht vor so einem alten Knacker wie dir den Löffel ab. Ja, wow. Oh, frech wie eh und je, die Götter haben dein Plappermaul selig. Jetzt aber los, du kommst mit uns, Opa. Okay, ja. Ha, ich fühle alte Lebensgeister mir aufsteigen. Wohl an euch, Jungvolk, werde ich es auch zeigen. Die Küste für so habe ich jetzt schon. Ja. Mhm. Jetzt die Frage, ist es jetzt so klug, hier trotzdem hochzulaufen mit der aktuellen Truppe? Schatz, ich will diesen verdammten Schatz. Ich glaube nämlich nicht, oder? Weil die aktuelle Truppe, wie wir das hier, da funktioniert ja nur Magie, ne? Ich hätte unten nochmal mit den Typen reden sollen. Rang 2 Magier und Rang 1 Magier. Jetzt schauen wir mal, was wir da machen können. Mock kann ja Magie, nämlich Beben. Ach, Beben geht für mich auch. Okay, dann ist Mock in Wirklichkeit... Wow. Okay, Mock ist in Wirklichkeit der Vitra-Typ. Relm... Achso, stimmt, ich kann da sonst gar nichts anderes machen, merke ich gerade. Okay, machen wir Blitzra. Hier, da machen wir Eisra. Ja, und da machen wir... Oh, ach, die haben Reflektar. Das ist nicht schön. Okay. Kann ich Reflekt? Habe ich natürlich nicht da. Müsste ich gucken, Reflekt, kann ich das irgendwie entfernen? Gegengift, Freiwasser, Augenkopf, Echokraut, Gelbkirsche, Goldnadel, Allheilmittel, Magnet, Splitter, Rauchbombe, Destruktion, Telepo, Pökelfleisch, Heiligenrute, Schweberute. Nee, ich glaube, ne, Reflekt kann ich so... Oh, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe nichts, wo ich den Reflekt wegmachen kann, oder? Habe ich nichts, nein. Das ist jetzt blöd. Rotes, Konfus, Wallum, Bann. Hebt magische Zustandsveränderungen als Gegners auf. Nehmen wir das, oder? So, Bann. Sehr schön. Ja, und jetzt sollte eigentlich das Reflekt auch weg sein. Dann machen wir hier nochmal Blitzra. Ja, jetzt sieht es besser aus, ne? Und es ist so, ich kann hier wirklich nur... Wow, okay, das war jetzt fies. Ich kann hier wirklich nur Zauber machen. Ja. So. Machen wir nochmal Blitzra. Oh, und der haut immer Raspeln raus. Das ist ganz fies, weil Raspeln bedeutet... Oh, was war das jetzt? Hallo? Moment. Was? Wie? hat er jetzt glatt... Okay, der hat uns irgendwie alle komplett getötet, glaube ich. Also nicht glaube ich, sondern er hat uns alle komplett getötet. Das fand ich jetzt nicht so toll. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Ich gehe lieber wieder. Da bräuchte ich eine Truppe, die etwas bessere Zauber hat, habe ich das Gefühl. Aber ich hätte jetzt den Opa ja auch mal. Jetzt gucken wir mal kurz, wie ist denn der Opa statmäßig drauf? Status. Strago, 35. Gut, das wäre eigentlich okay. Sag ich mal. Oder? Ich weiß nicht. Ja. Gut, im Vergleich zu denen ist es auf jeden Fall okay. Und Gau ist immer noch so schlecht. Ja, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ah, es ist einfach schlimm. So. Moment, wo könnten wir jetzt eigentlich nochmal hin? Ja, es gibt so viel zu... Komm, wir gehen jetzt nochmal nach Zozo. Ach, das Opernhaus. Nee, im Opernhaus haben wir doch... Weiß ich jetzt gar nicht, ne? Na, gehen wir nochmal nach Zozo. Weil in Zozo hatten wir ja noch so ein Rätsel. Ja, Zozo-Rätsel. Und es ist so, ich habe eins nicht berücksichtigt. Einer sagt ja, alle in Zozo... was war da jetzt gut? Das, Wüstenrochen, glaube ich, haben wir noch gar nicht probiert, ne? Alle in Zozo lügen, sagt der eine. Ja. Also die Dinge, die ich aufschreibe,
Das bedeutet, die können es nicht sein. Versteht ihr, wenn einer sagt, alle lügen? Ja, ich muss jetzt leider nochmal durch, weil ich habe den Zettel verschmissen, wo ich aufgeschrieben habe, was jeder gesagt hat. Das müssen wir nochmal komplett durch Zozo, aber vielleicht schaffen wir das ja diesmal. Schauen wir mal. Ich sollte vielleicht trotzdem... Gibt's da drin? Nee, zum Schlafen gibt's ja da nichts. Ich könnte mit dem Schiff gucken. Ich müsste ja... Oh Gott, echt jetzt? Wie gibt's das, dass Setze stirbt? Was ist denn da passiert? Das ist doch ein ganz... Das sind doch ganz normale Gegner. Warum? Boah, diese Truppe ist so unglaublich schlecht. Das tut mir so leid. Das ist so unglaublich schlecht. Mit vor allem Gau und Mock und überhaupt. So, sterbe ich jetzt eh komplett, oder? Stirbt jetzt Gau auch noch? Wahrscheinlich, oder? Ja, der Pinsel funktioniert einfach nicht. Ich sag jetzt echt nichts dazu. Ja, wisst ihr was? Ich meine, es ist zwar nicht gut. Ich muss unbedingt Phönixfedern kaufen und Zelte. Also ich glaube, ich gehe doch nochmal kurz ins Ultima-Waffe. Für wen sind die? Ein Schwert, dessen Stärke mit den LP des Trägers korreliert. So, okay. Wir haben gezeltet und jetzt rein ins Schiff. Einmal kurz geguckt, weil ich glaube, ich kann ja auch shoppen, wenn ich mich nicht irre. Oder da gab es doch irgendwo so einen Shop. Der ist der... Ich hätte wahrscheinlich schlafen auch können hier. Was ist denn das? Einfach ein Raum mit einem Stuhl. Okay. Oder konnte ich da... Ich konnte doch da irgendwo shoppen. Ah, da ist Strago. Nehmen wir natürlich nicht mit jetzt. Brauchen wir noch nicht. Konnte ich da nicht irgendwo shoppen? Bin ich jetzt ganz doof? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Ist das Luftschiff nicht größer? Ich dachte, das wäre... Tja, okay, offensichtlich ja nicht. Okay, offensichtlich kann ich auf mein Luftschiff doch nicht shoppen. Ja gut, dann müssen wir aber, bevor wir nach Zozo gehen, nochmal hier kurz nach Yidor. Müssen wir eben hier ein bisschen shoppen. Wo war denn da? Ach, das ist ja... Was war da eigentlich nochmal? Achso, das war die Geschichte. Schatz. Das Bild einer Schatzkiste. Das Bild einer alten Uhr. Warum laufe ich da jetzt gerade rum? Ich bin mir nicht sicher. Oh, was? Oh. Huch. Das war jetzt... Das war jetzt gar nicht so wirklich Absicht, ja. Aber gut, nehmen wir mit. So. Ich wusste gar nicht, dass da... Haben wir gegen die schon mal gekämpft? Ich weiß gar nicht mehr. Oder ist das... Moment, kann das sein, dass das Teil von der Quest für Locke ist? Ja, ihr wisst ja, diese, da gibt es ja diese Dame, die im Keller vor sich hin schläft. Von Rosen umbettet. Irgendwie so. Ich muss bei Gau unbedingt wieder was anderes reintun. Ja, ich glaube ja nicht, oder? Juhu, ich habe Sachen bekommen. Okay, das ist... Okay. Könnte eine Lampe sein. Oder auch zwei Krüge. Imperatorbrief erhalten. Oh, folgendes steht dort geschrieben. Der Schatz schlummert dort, wo Berge einen Stern formen. Ah ja, okay. Okay. Wo Berge einen Stern formen. Das müsste ja dann diese eine Höhle sein, oder? Wo ich schon mehrmals reingeflogen bin, wo ich gesagt habe, nö, das brauche ich jetzt nicht. So, ich bräuchte eigentlich Items. Wäre ganz gut, ne? Items. Ich muss ein paar Phönixfedern kaufen. Damit ich einfach besser werde. So. Also nicht besser, sondern damit ich... Ja, komm, wir kaufen. 42. Ist okay. High Potions und Zelte. Komm, kaufe ich auch nochmal 7. Weil... Warum auch nicht, ne? So, okay. Gut, dann ab nach Zozo. Weil wir wissen ja, alle Leute lügen dort. Also einfach alles aufschreiben, ja.
Wer weiß, ob das die Lösung ist, aber ich gehe schon davon aus, weil wenn ich denen alle glaube und die sagen die Wahrheit, ja. Also das hatte ich ja schon alles und das hat ja nicht funktioniert. So. Wir speichern hier kurz und rein danach Zozo. So. Er? Zozo, nie gehört. Ach ja, der lügt auch, okay. Ich spüre das Kraftfeld, okay. Nein, bitte keine Esper-Geschichten. Auch ich nicht. So. Müssen wir nur gucken. Also, wir haben da, was haben wir hier bei Rage noch nicht probiert? Ja, probieren wir Alakan mal. Tänze, ich bleib hier. Wüstenwiegenlied eigentlich ganz cool, glaube ich. So, Skizze machen wir hier auch weiterhin. Schauen wir mal, was da passiert. Weil ich möchte ehrlich gesagt, diese Hastgar wäre cool. Oh, ah, das ist schön. Einfach abgehauen. Okay. So, mal. Nihil. Setzer ist unsichtbar. Und tötet das arme Vieh. So, Betäubung, okay. Wer weiß, ist so toll. Das Gute ist ja zumindest immer schön Training, falls wir hier gar nichts machen. So, der liegt da und tut gar nichts. Also die liegen beide da und seid ihr tot. Die Leute sind alle total ehrlich und glaubwürdig. Echt. Ja, das weiß ich jetzt mittlerweile auch, dass es nicht so ist. Nach langem Nachdenken. So, Betäubung, okay. Oh, wow, wir haben den Riesen kopiert. So. Gut, Moment. Ich wurde ganz kurz abgelenkt. So, und schauen wir mal. Hier ist es total sicher. Ja, der lügt natürlich auch. Wie gedruckt? Weil hier ist es nicht sicher. Hier sind nämlich lauter böse Diebe, die mich töten wollen. So, Betäubung ist jetzt auch nicht so geil irgendwie, oder? Ich glaube, ich muss da vielleicht auch mal einen anderen Rage-Modus verwenden. Irgendwie hier Wieselschnitt. Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie auch so. Funktioniert auch. Ah, Setzer hat Bann gelernt. Das ist schön. Was bannen wir denn? Nix. Okay. So, ist das jetzt hier? Ja, genau. Das ist die Geschichte. Moment. Oh. So, ich nehme was anderes diesmal. So, Skizze natürlich. Rage. Und diesmal nehmen wir dann Mammut. Die letzte Rage-Geschichte. So, und Liebesserenade. Ach komm, wir bleiben bei Windrapsodie. Dann können wir auch quasi nicht sterben. Und Plasma ist auch manchmal ganz gut. So, okay. Gute Seewieselschnitt zum Glück auch dabei hier. Bei diesem tollen Tanz. So. Relm hat Sanctus gelernt. Schön. Relm ist fertig. Das ist ja noch schöner. Fertigkeiten. Einmal Kirin ausgerüstet. Oder nee, es wäre gut. Komm, ich nehme die letzteren mal. Größeren Aufrufe. So, was sagst du? Hey, nicht vordrängeln. Immer schön hinten anstellen. Heißt das, ich soll mich vordrängeln? Boah, ich hab so einen Hals. Wie lange müssen wir denn noch so rumeiern hier? Ich lasse euch einfach mal stehen. So. Okay. Eieiei. So, wieso sagt jetzt keiner mehr was? Jetzt bin ich verwirrt. Weißt du, letztens sind wir alle so gesprächig, aber irgendwie habe ich, kann sein, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht. So, okay, das ist dieser komische Haken, wo ich wieder nach unten käme, was ich aber nicht brauche. So, Präventivschlag ist gut. Was macht Mammut jetzt eigentlich? Schneesturm. Ja, Schneesturm ist grundsätzlich, glaube ich, ganz gut. Relm hat Vita gelernt, wunderbar. So, ich gehe da mal nach oben. Ich gehe diesmal zuerst ganz nach oben. Weil ich weiß, das habe ich hier immer nicht gemacht. Ach ja, Zozo, wie oft werden... Oh, achso, da komme ich gar nicht weiter. Wie oft werden wir hier in Zozo noch sein? Diese lustige, spaßige Stadt der Freuden. So. Toll, Sonnenbad hat jetzt genau wenig gebracht. Na gut, Setzer war nicht ganz voll. So, aber Schneesturm ist schon praktisch. Ja gut, eigentlich dann wieder nicht, weil wenn es gegen mehr geht, ist dann wieder schlecht. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht doch wieder das andere nehme. Weil die Vergiftung da so gut ist.
So, Relm hat Regina gelernt, aber Relm ist immer noch nicht ausgelernt. So, einmal rübergesprungen, beinahe runtergefallen und nochmal rübergesprungen, wieder beinahe runtergefallen, aber naja. Oh, ach, da geht's rein. Spannend. Ah ja, da ist wieder so ein Typ. So, mein Sekundenzeiger zeigt auf die 4. Moment. Ich schreibe das jetzt auf, also Sek, Min, so, Sekunde auf die 4, das bedeutet, das ist 10, das ist, 20, ja, 20, ne? Also es kann schon mal nicht 20 sein, bei Sekunde. Eieiei, so. Mammut! Schneesturm! Ich wollte was anderes, ich wollte das Gift wieder reinpacken, ne? Ja, vielleicht in der nächsten Runde. Mock, du bist du gut! Wie gut ist eigentlich Helm im normalen Angriff? Wahrscheinlich ganz schlecht, oder? Aber sie kann gut zaubern, was ich in Erinnerung habe. So. Ist eigentlich hier irgendwo vielleicht... Es kann auch sein, dass hier noch ganz viele Sachen... Ja, zum Beispiel hier eine High Potion versteckt ist, die wir nicht mitgenommen haben letztens. So, wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier wieder auf... Was? Katagar? Ich glaube, Katagar war das mit dem... Oder? Mit dem Gift. Ja, Giftstachel, sehr schön. Funktioniert das hier überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, funktioniert, aber das Gift scheint nicht ganz so stark zu sein, aber naja. So, wie sieht es eigentlich aus? Relm, Gau ist immer noch Stufe 28, okay. Frag mich, ob wir den jemals irgendwann wieder nachziehen können, so was sagst du? Die jetzige Sekundenzahl lässt sich durch 20 teilen. Also es kann nicht 20, nicht 40 und nicht 60 sein. So, 20, 40, 60 kann es nicht sein. Das ist schon mal ein guter Hinweis. So. Plasma! So. Ja, wow. Oh, wir treffen sogar mal. Gau trifft ja sogar manchmal. Ich bin begeistert. So, Sätze ist auch ganz gut immer. Setze ist eigentlich der wirklich der Stärkste der Gruppe. Ist irgendwie der Papa, oder? Der Papa der Gruppe. So, okay, beide tot. Wunderbar. Also, da kann ich wieder darüber und weiter rüber. So. Dann nach oben geflogen. Wo sind wir hier jetzt? 8. Etage. Feuerwand. Ja, wir besiegen ihn mit seinen eigenen Angriffen, so wie es sich gehört. So. So. Der erste ist tot. Gut aus. Immer weiter vernichten, die Gegner. So, oh, Gau hat ganz viele Sachen gelernt. Gau ist ausgelernt. Sehr schön. So, Gau, du wirst ja doch ein wertvolles Mitglied der Gruppe. Dann machst du jetzt mit Alexander weiter, hätte ich gesagt. Ja. So, wo kommen wir da jetzt nochmal hin? Heißt schon so lange her hier. Ach, dieses Zozo. Ja, das heißt Zozo, nicht Soso oder Susu oder so, das ist Zozo. Ja, weil es ist ein Z. Ein Z spricht man im Deutschen wie Z aus und nicht wie Z. Was ist das? Gar nichts. Okay. Di 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 di. Oh, Angriff von beiden Seiten, du armer Berghühne. So, machen wir mal einen Giftstachel ran. Ja, das ist eh gut. Witzig, dass der immer
Der braucht immer ein paar Millisekunden, bis die Sterbeanimation eintritt nach einem Angriff. Das ist echt komisch. Ach, jetzt sind wir hier oben. Okay, ist da noch irgendwas? Nee. Das ist ja die Geschichte, da wo wir Terra gefunden haben. Apropos Terra, die müsst ihr auch noch irgendwo rumterran, ne? Die haben wir ja auch noch. Ja, uns fehlen schon noch ein, zwei Charakter fehlen uns noch, ne? Müssen wir wirklich schauen. Müssen wir schon auch finden. So. Magnitude 8. Hat ihn geheilt. Toll. Darum finde ich auch irgendwie das Kopieren so sinnlos. Manchmal, weil das oftmals halt die Gegner, wenn die mit ihren eigenen Angriffen angegriffen werden, werden die ja oft geheilt. Ach, das ist sogar so ein finaler Angriff, dieses Magnitude 8. Okay, das ist ja spannend. Ist ja gar nicht da, ne? Ja, eigentlich voll witzig. Ich wollte ja das Pixel Remaster gar nicht so vollständig 100% machen, dass ich alles hole. Aber irgendwie habe ich jetzt trotzdem Lust bekommen, doch die meisten Sachen zu holen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber ja, es ist einfach ein tolles Spiel. Final Fantasy VI ist halt einfach immer noch ungeschlagen, ein tolles Spiel. So. Ja, so viel Informationen haben wir jetzt trotzdem noch nicht erhalten. Uhrzeitmäßiger Natur. Eigentlich nur für die Sekunde. So. Ah ja. So. Weil ich bin gespannt, ob wir jetzt mit dieser umgekehrt Geschichte das jetzt rausfinden. Ich weiß, ich könnte natürlich mit Mock hätte ich den riesen Vorteil, dass ich etwas hätte, wo die Zufallskämpfe weggehen würden. Nur ich will die Zufallskämpfe ja, weil ich muss ja trainieren. Ja, ich muss ja stark werden. Also vor allem Gau muss ganz viel nachholen. Der hat ganz viel Nachholbedarf. Oh, und Mock fällt auf die Nase. Oh nein. So, super Plasma. Da stirbt er jetzt schön. Wunderbar. So, Gau hat was gelernt. Ist okay. Ja, ich sag gerade nicht viel, weil die Kämpfe sind vielleicht minimal monoton, aber wir haben wieder sehr viel gelernt und Mock hat ausgelernt. Und zwar mit Garzomr ausgelernt. Okay, ja gut, nehmen wir das mit. Ja, vielleicht können wir dann doch im Magiturm dann, Magiturm, ja wie das Suppengewürz, Magiturm, ne? So, vielleicht können wir da dann doch irgendwas machen. Muss ich gucken mit dem Typen, der da so hin und her springt, kann ich mit dem reden? Nicht, dass der auch hier irgendeine Idee hat, bezüglich der geheimen Uhr. So, die Lerngeschichte, wunderbar. Und jetzt zeigt mir der nur, wie es geht. Ich glaube, der zeigt mir ehrlich gesagt nur, wie es geht, oder? Oder kann ich mit dem jetzt sprechen? Hui! Nö, keine Chance. Der turnt hier nur rum. Im Zoo gibt so viele Gegner. Das ist überhaupt nicht toll. Oh nein, Zoo, das ist ein Paradies für Diebe und Halunken. Oh ja, Halunken.
Und Mork, der stolpert immer, weil er so putzig und trotzdem doof ist. Naja, egal. Ich habe selbst entschieden, die zu leveln. Also, ihr habt mitentschieden, aber ja. Ich meine, schau, man muss immer positiv sehen. Es wird eine Situation geben, wo wir die meisten der Charakter wirklich mitnehmen müssen, ja. Und da ist dann echt gut, also ich kann mich erinnern, dass da sowas gab, bin mir fast sicher. Und da ist dann echt gut, wenn man, wenn man die halt auch mal gelevelt hat, ein bisschen zumindest. Dann gucken wir da rein. Das ist ja auch einer. Mein Sekundenzeiger zeigt auf die 30. Gut, dann ist 30 offensichtlich falsch. So, jetzt habe ich aber immer noch nur Sekundenzeiger. Das ist echt... Hä? Warum? Wo sind da noch so viele Menschen? Ich dachte, ich habe jetzt schon die meisten gefunden hier. Da ist gar nichts. Gar nichts. Sondern ich weiß jetzt nicht, ob am Weg zum Berg jetzt überhaupt nicht irgendwas war. Ich glaube nämlich nicht, oder? Könnte natürlich auch mit Setzer ein bisschen zaubern. In Wirklichkeit könnte ich mit Helm ein bisschen zaubern. Ganz ehrlich, ich werde jetzt mit Helm einfach zaubern anfangen. Weil das geht dann schneller, oder? Ganz ehrlich. Muss ja nicht immer sparen. Ja? So, da waren nur Kisten und da geht es, glaube ich, nur ins Gebirge hoch, oder? Ja. Gut, dann war da sonst nichts. Sehr schön. Warum sind eigentlich da so komische Tafeln an der Wand? Ich könnte mit Gau natürlich auch einfach zaubern, weil Blitzrei schon stärker, ja, definitiv. Präventivschlag. Jo, wir vergiften ihn. Oder töten ihn gleich so, ist auch okay. Ah, er macht doch Magnitude 8. Ja. Bisschen Erdbeben gegen uns. Und nichts passiert. Ja, das ist sehr schade. Doch, es ist was passiert. Er ist gestorben. So, was haben wir da? Gehört die nicht zu uns? Wenn du auf das Dach der Taverne kletterst, gelangst du in die Zozo-Berge. Die Monster dort sind ziemlich flink, können daher nicht schaden, etwas anzulegen, dass die Trefferquote erhöht. Mit diesen Schützen irgendwas Ding soll ja angeblich jeder Angriff sitzen. Das ist doch die, da hier liegt. Das ist doch unser, ihr wisst schon, ne? Unser, ja, genau. So. Aber wir waren da überall. Okay, da drüben müssen wir noch hin. Schauen wir noch da drüben. Das ist doch nicht Terra, sondern die andere. Oder wie hieß denn die mit den türkisen Haaren? Bin ich jetzt ganz doof? Das ist doch die, oder? Da muss ich wahrscheinlich irgendwas finden. Damit ich die aufwecken kann, oder? Liegt die einfach da und mir ist die noch nie aufgefallen. Das ist echt. Also ich bin schon so ein richtiger, richtig guter, ne? So, Fertigkeiten. Ja gut, dann machen wir hier einfach mal Cave Sif rein. So. Plattner. Oh, da ist gar nichts. Okay. Also wie gesagt, irgendwie informationstechnisch Stunden und Minuten habe ich ja noch gar nichts. So. Die Uhr dort hat keinen Sekundenzeiger, außerdem zeigt sie völligen Kokolores an. Der Zeiger zeigt auf die Ziffer 2. Hat keinen Sekundenzeiger. Aber welcher Zeiger zeigt jetzt auf die Ziffer 2? Wenn der sagt,
Also warte mal. Die Uhr dort hat keinen Sekundenzeiger, außerdem zeigt sie völligen Kokolores an. Also vielleicht hat sie einen Sekundenzeiger, aber gut, die Sekunde 2, das wäre ja... Lügen Uhren vielleicht nicht? Also Sekundenzeiger auf 2 wäre ja... Achso, das wäre 10. Oder? Ja, doch. Vielleicht ist 10 richtig. Boah, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig zu deuten, alles miteinander. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja doch irgendwie hin. Jetzt müssen wir Brute Force machen. Boah, das wäre voll bitter, Brute Force. Oh, das ist sehr viel, die sind aufgestiegen, das finde ich gut. So, okay, naja, dann... Also viele Informationen haben wir jetzt trotzdem nicht beisammen. Irgendwie, warum tue ich mich das so schwer jetzt gerade? Ich bin echt ein bisschen enttäuscht, ne, von mir selbst. Ja, klar, das ist auch gut so. Ja. Ja, komm, Magnitude 8 ist okay. Magnitudier uns mal ein bisschen. So, alles gut, super. So. Schauen wir mal, hoffentlich haben wir hier noch ein paar Informationen. Ne, da ist ja schon die Uhr. Hä? Ich habe doch von Stunden überhaupt noch nichts gehört, oder? Eine Sekunde müsste eigentlich, also 20, 40 und 60 kann es nicht sein, 30 auch nicht, wahrscheinlich dann 50. Habe ich jetzt irgendwas verpasst irgendwo? Moment, sind vielleicht... Moment, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Sind vielleicht die Typen, die in den Shop reinlaufen? Quatschen die vielleicht alle irgendwas? Weil ich habe jetzt echt... Ich habe jetzt echt über Stunden, Minuten gar nichts gehört, nämlich, ne? Nur, dass der sagt, hey, es ist total sicher. Gut, wahrscheinlich quatschen genau die Leute, die da in den Shop reinlaufen, alle, oder? War das hier? Ja. Bleibst du bitte hier? Hallo? Toll, ich kann mit dem nicht... Meine Uhr zeigt 8 Uhr. Okay. Gut, das ist jetzt blöd. Jetzt habe ich natürlich... Die laufen mir viel zu schnell, weil den einen habe ich gar nicht einholen können. So. Ich könnte mich da schon... Ist gerade 12 Uhr geworden. Okay. Also 8, 12. Ist gerade 2 Uhr. Okay. 8, 12, 2. Die Leute sind alle total ehrlich und glaubwürdig. Echt, ja, das hatten wir schon. So, jetzt haben wir den zweiten, glaube ich, haben wir noch nicht, oder? Ja, schauen wir mal. So. Den möchte ich mal. Die Uhrzeit, na 4 Uhr. Okay. So, meine Uhr zeigt doch. Ah, 10 Uhr. Okay.
So, also 2, 4. Okay, es müsste 6 Uhr. Ist gerade 12 geworden. Ist gerade 2. Leute sind total eher unglaubwürdig. Oh, da kommt. Was, die kommen wieder? Warum kommen die wieder? Da, okay, das ist ja sehr seltsam. Aber die haben jetzt von Minuten trotzdem überhaupt nichts gesagt. Also bei Minute muss ich jetzt durchprobieren, oder wie? So, Sätze konfus gelernt, okay. Oder so. 8 Uhr, sagt der. Gut, die sind mir alle zu schnell. Ja, also von Minuten haben die gar nichts gesagt. Gut, dann muss ich wohl oder übel jetzt hier, glaube ich, die Minuten durchprobieren. Das hilft alles nichts. So. Puh, ja. Wo war das jetzt hier, oder? Ja, ich probiere jetzt einfach mal durch. Es kann ja nicht so schwierig sein. Also bei der Stunde bin ich mir sicher, dass es 6 Uhr ist. So, Stunde 6 Uhr. Minute ist jetzt schwierig. Ich probiere mal 20. Und Sekunde müsste dann eigentlich 10 sein. Nee, okay. So, weil bei der Sekunde haben wir ja genau nicht durch 20 dividierbar. Ja, bei der Stunde müssen wir auf jeden Fall, Moment, da schreibe ich mir jetzt kurz auf, Stunde ist auf jeden Fall 6. Ja. So, Minute müssen wir alles probieren, habe ich jetzt 20 probiert, können wir durchstreichen. Und Sekunde, bei Sekunde war es so, einmal hatten wir eine Uhr, die auf 30 gezeigt hat. Und dann einmal hat einer gesagt, die ist durch 20 dividierbar, also es fällt 20, 30, 40 fällt schon mal weg bei der Sekunde. Ja. Und was hatten wir dann noch? Eine gute Frage, ne? Gut, Stunde haben wir gesagt, also definitiv 6. Das ist definitiv so. So, machen wir Minute 10 und Sekunde wäre jetzt, ich glaube auch 10, oder? 6, 10, 10, also das hatten wir schon. 6, 30, 10. 6, 40, 10. 6, 50, 10. 6, 10, 20. Gut, 20 ist es definitiv nicht. 6, 10, 30 ist es auch nicht. 50 vielleicht. Ah, 6, 10, 50. Okay, ich habe keine Ahnung, warum genau jetzt 50, aber wir haben es geschafft. Das ist ja schon mal gut. Eine Kiste. Da ist wahrscheinlich ein Monster drin und wird uns töten. Okay, cool. Ja, ein bisschen Try and Error gehört dazu. Aber grundsätzlich, zumindest mit, wenn man eine der drei Stellen, sag ich mal, fix hat, dann ist das Try and Error ja relativ einfach, sag ich mal. So. So, was ist da drin? Warum ist da eine Kettensäge drin? Eine Waffe, die einen Gegner augenblicklich in den Tod schickt. Anwendbar über das Kommando Gadgets. Okay. Muss ich Angst haben? Also, das war's. Ich bekomme nur die Kettensäge. Echt jetzt? Das war's. Ja, offensichtlich. Gut. Ja, wir haben das Zozo-Rätsel gelöst und ich komme hier. Wir haben das Zozo-Rätsel gelöst. Ich bin, glaube ich, froh. Sicher bin ich mir aber nicht, ob ich froh bin. Also wirklich, weiß ich nicht so wirklich. Gut war das jetzt nicht, oder? Ah, Gau. Warum?
Warum haben wir da so was Schlechtes gern? Aber hier ist auch noch hier Terra, ja? Oder die Dame halt mit dem blauen Haar. Ja, gut. Wow. Raus und gleich wieder ein Kampf. Das ist ja super. So. Aber was hat es jetzt eigentlich nochmal mit der... mit der einen Geschichte da, ihr wisst ja, dieser eine Typ, der gesagt hat hier irgendwie, er möchte... der Typ, der aussieht wie ein Bär, der eben die Wohnung immer repariert hat oder irgendwie sowas, das sollten wir uns vielleicht auch nochmal ansehen. Weil der hat ja Gau reagiert, oder? Ist das vielleicht, weil das würde ja passen, ist am selben Kontinent wie Gau? Da ist nur die Frage, wem er da meint, der ihm immer Sachen repariert hat, oder? Weil hier, nee, da war Gau. Da, das ist Gaus Kontinent, ne? Aber der war hier, oder? War das der Typ? Ich glaube schon. Einmal diese Sidequests hier bei Final Fantasy, das ist ja alles irgendwie, oh mein Gott. So, oder war das der? Düdeldü, düdeldü, mit der lustigen Spaßmucke. Leute, die Minis reparieren brauche ich nicht. Gawu! Der Handwerker, der wie ein Bär aussah, lässt sich gar nicht mehr blicken. Ein Handwerker, der wie ein Bär aussieht. Haben wir da einen? Ja, jetzt die Frage. Wer ist eigentlich von unserer Truppe jetzt am stärksten? Mock in Wirklichkeit. Also Mock könnten wir ehrlich gesagt mal wieder hergeben, weil den mag ich eh nicht so wirklich gerne. Weil es könnte schon sein, Moment, der Typ, der wie ein Bär aussieht, könnte das, Sabin eventuell sein? Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall Mock mal alles ablegen. So, weil Mock ist zu gut. Ja komm, ich rede mit Strago, ist egal, weil ich müsste ja nur die Gruppe neu. Ja, und es fehlen uns noch 4 Charakter, wie es aussieht. Also wir nehmen Setzer wieder mit, zwecks Lernen. Gau, weil vielleicht der Richtige hier. Relm, weil warum nicht? Ja, weil die anderen, 39, 36, ja... Wir nehmen Relm noch mit und dann nehmen wir Sabin mit, oder? Oder Edgar. Aber Sabin sieht eher aus wie ein Bär, oder? Da müssen wir Sabin noch schnell richtig ausrüsten. So. Was konnte der nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Jetzt müssen wir schauen, die... Stärke, Magie, Sprung, Wahrscheinlichkeit... genau die hatten wir beim Mock drin. Bewahrt vor Hinterhalten und Einkäse. Ich mach mal die beiden Sachen. So. Und, genau. Und Sabin darf auch einen Esper ausrüsten. Das sollte er von mir aus Alexander nehmen. Mit der Sanctus lernen. So. Und Mock muss Waldimar gerade den da aus wegmachen. So. Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht ist das ja sogar schon die Lösung. Wäre cool, wenn wir das auf Anhieb schaffen würden. Hier dieses Rätsel unter Anführungszeichen. So, guck mal nochmal. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Na egal. Spiel speichert eh automatisch. So. Oh. Ah. Oh Junge, lang ist's her. Mit dem Schraubenschlüssel kann's keiner aufnehmen. Meine Fresse, ich hab doch schon 1000 Mal. Nun spute dich und bring mir schnell diesen Stuhl wieder in Ordnung. Den brauche ich für die Reparatur des Daches. Oh je. Gau, könnte das nicht vielleicht dein Vater sein? Oh. Na komm schon, Gau. Ich hab sicher recht, oder? Vater? Bingo, Kleiner. Meine Nase drückt nie. Vater von Gau? Gau! Na dann. Er sollte schleunigst davon erfahren, dass sein Sohn noch lebt. Aber halt. Sein Wiedersehen feiert man ja nicht alle Tage. Wir sollten erst nach Yidor, um dich etwas herauszuputzen. Ach, nach Yidor? Warum nach Yidor? Oh, ach, da fahren wir automatisch hin, das ist ja spannend.
Schmissige Musik. Go, ich hab dir doch wohl wirklich oft genug gesagt, dass du nicht mit den Händen essen sollst, oder? Gau. Das heißt nicht Gau, sondern ja. Miau. Boah. Ich bin mir nicht sicher, ob das was wird. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Dieses Sakko sieht auch nicht schlecht aus. Außerdem ist es auch noch reduziert. Aber ob es Gau auch wirklich steht? Jetzt such doch schon endlich was aus. Wie bitte? Ich hab gar nichts gesagt. Diese Mütze dünkt mich nach neuester Fasson zu sein. Das ist nämlich eine modische Geschmacksverirrung. Unerhört, mein werter Urgroßvater trug eine Mütze genau dieses Stils. Wollt ihr ihn etwa einen schlechten Geschmackes bezichtigen? Diese hier, oder keiner? Ein Karateanzug? Klar, sportlich und bequem. Damit macht der Kleine sicher einen guten Eindruck. Na, ich weiß ja nicht. Ha, ihr habt doch alle keine Ahnung. Hey, Schneider, fertig dem Jungen den Mantel, wie ich ihn trage. Bist du verrückt? Soll der Arme etwa aussehen wie ein schlechter Schausteller? Wow. Okay. Und jetzt zeig deinem Vater, was für ein stattlicher Junge du bist. Alles klar, Gau? Miau. Okay. Da ist ja endlich jemand von Reparaturdienst. Ich warte schon eine halbe Ewigkeit. Du erst, ich komme hier, um Auskunft über die Karte Gesters einzuholen. Die Karte? Das wurde ich doch neulich schon mal gefragt. Was sagst du? Ein Handwerker mit einem Stirnband fragte mich selbiges und ich gab ihm Antwort. Zu welchem Ort schicktest du ihn? Und dorthin, wo Berge einen Stern fort. Warum hast du denn nicht gleich danach gefragt? Worauf ich hinaus will, mein Herr? Ach, ich erinnere mich wieder. Du bist der Mann vom Reparaturdienst. Ist es nicht so, dass ihr einst einen Sohn euer eigen nanntet? Ein Sohn? Richtig. Und er lebt, mein Herr. Komm schon, Gau, stell dich vor. Vater. Was soll dieses Geschwätz von einem Sohn, faselt ihr? Einen Sohn habe ich nicht. Allerdings erinnere ich mich an einen bösen Traum, den ich einst hatte. Die Geburt eines Teufelskindes. Ich schnappte mir den Bengel, diese Ausgeburt der Hölle, und trage ihn bis zum Bestienfeld. Dort angekommen, fängt er schrecklich zu weinen an. Mein Herr. Bevor ich mich weiteres Unheil befallen kann, setzte ich den Schreihals aus. Ohne mich umzuwenden, gehe ich fort. Nun seid doch. Doch wie ich mich entferne, verstummt auf einmal das Weinen. Ich wende den Blick und sehe eine Bestie, deren Antlitz grauenvoll ist als alles, was ich bisher kannte. Doch jetzt erschauere ich allein bei dem Gedanken. Boah, es ist hoffnungslos. Dieser Mann ist völlig von Sinnen. Hätte ich einen Sohn wie dich, ich wäre ein glücklicher Vater. Selbst heute verfolgt mich das Teufelskind noch im Traum. Wie furchtbar, wie furchtbar. Alter Narr, ich warne dich. Wie kannst du so auf den Gefühlen dieses Jungen rumtrampeln? Ich glaube, ich muss wieder etwas Verstand in deinen leeren Hirnwindungen prügeln. Gau. Ist schon ein bisschen gemein. Tut mir fast ein bisschen leid, der Gau. Obwohl er so... Ja. Es tut mir leid, dass... Vater leben, Gau glücklich sein. Okay. Was haben wir da jetzt davon? Ist Gau jetzt 1000 Stufen gestiegen? Nee, gar nicht. Okay. Bekomme ich da jetzt irgendwas davon? Hast du mich verstanden? Die Karte liegt dort, wo Berge einen Stern formen. Ach, übrigens, wie steht es um die Reparatur? Ich würde gerne den Ofen reparieren. Wenn ich das 1000 Mal mache... Hilft auch nichts. Okay. Ja, die Karte ist da, wo die Berge einen Stern formen. Das ist auch die Höhle, wo eventuell... Also ihr wisst schon hier... Genau, da unten, da. Ne? Also ich zeig's euch. Die Phönixhöhle heißt die doch, oder? Ja, genau. Phönixgrotte. Ja, jetzt ist die Frage... Gut, also hier können wir offensichtlich noch nichts machen. Wo war der andere? Da war doch irgendwo noch so ein komischer Typ, oder? Hier war das. Was war da in diesen 4 Bäumen? Da war doch auch irgend so ein spaßiger Typ ohne Verstand, oder? Der einfach nur komisch rumsprang. Ah, danke. Oh.
Meister! Alles muss Sabin machen, echt jetzt? Oho, was machst du denn für ein Gesicht? Du hast doch wohl nicht wirklich geglaubt, dass ich tot sei. Meister, ihr seid unversehrt. Mein treuer Sabin, nanu, sehe ich da etwa Tränen über deine Wangen kullern? Haha, so leicht sterbe ich nicht. Selbst begraben unter allen Kontinenten der Welt schaufelt sich diese Hände noch einen Weg nach draußen. Sabin, es gibt eine Technik, die du noch nicht gelernt hast, die ultimative Blitztech. Mache sie dir zu eigen und katapultiere Kefka von dieser Welt. Bist du bereit? Ja. Oh wow, was machen die? Oh, der schlägt ihn voll. Oh mein Gott. Ach, wieso machen die das? Wieso springen die da am Dach rum? Okay, ja, komm, ja. Ja, es reicht. Hört auf, hört auch euch. Warum schlagt ihr euch? Ihr Name ist Phantomstoß. Okay. Nun geht, führe Kefka seiner gerechten Strafe zu. Okay. Und die anderen gucken böse, weil die das auch können wollen würden. Sag ich nicht um mich. Geh, streck Kefka nieder. Ja, ist schon okay. Ich würde gern schlafen eine Runde. Was kann der Phantomstoß jetzt? Ist der jetzt wirklich so gut? Blitztech? Oh. Greift dein Gegner mit der ultimativen Blitztech an. Okay. Ja, komm, dann behalten wir jetzt Sabin mal ein bisschen. Mein Mock ist eh gut genug. Es ist nur die Frage, sollten wir uns nochmal hier in diese Geschichte wagen? Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so blöd, ne? Also wir sollten natürlich auch richtig landen. Ja, richtig landen ist manchmal etwas schwer. Das wissen wir doch schon. So, wir speichern einmal hier richtig hart ab. Dann sind wir voll. Ja, wir sind eigentlich fast voll. Ja, bis auf Relm. Die ist nicht so ganz voll. Weißt du was? Die Relm darf einmal im Schlafsack übernachten. Ich habe vorbeigescrollt, oder? Natürlich habe ich vorbeigescrollt. So, da zählt Schlafsack. Relm, viel Spaß im Schlafsack. Achso, das geht so ganz schnell. Okay, kann ich da rein? Nee, da muss ich auf den. Muss ich auf den richtigen. Genau, hier auf den Raumfresser warten. Kann ich den töten? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Dann ist ein lecker Schmecker. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, dass wir. Ja, komm, vielleicht machen wir diese Angriffe nicht. Weil es bringt ja eh sowieso nichts. Außer diesen Raumfresser können wir töten, würde wahrscheinlich auch gehen. So. Im Raumfresser im ersten Untergeschoss. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit der Truppe jetzt besser unterwegs sind. Okay, ich muss da offensichtlich irgendwo nach unten springen. So, dann schauen wir mal, was wir Schönes haben. Also, Relm kann... Ich probiere es mal mit Skizze Blitztech. Auf jeden Fall Phantomstoß. Warum ist der so groß? So lang? So, hier machen wir... Katagra. Okay, Phantomstoß scheint wirklich... Ja. Phantomstoß ist sehr gut. Offensichtlich. Gut, ich sollte vielleicht Gift hier nicht verwenden, sehe ich gerade. Relm sollte vielleicht doch... Machen wir mal normale Angriffe. Okay, gut, mit Phantomstoß schaffe ich alles. So, wenn ich da jetzt rüberspringe... Oh, und der, okay, der schubst mich runter, aber das ist ja okay, weil ich möchte eh die Kisten mitnehmen, die hier rumliegen. Einen Turbo-Ether brauche ich immer und eine Rotjacke. Was kann eine Rotjacke? Eine Jacke aus einer königlichen Schatzkammer, die Feuer neutralisiert. Oh, für Edgar und Sabin. Ist wahrscheinlich sogar für Sabin gar nicht mal so blöd, oder? Ja,
Sehr schön. So. Okay, Präventivschlag, da muss ich leider... Aber irgendwie dieses Giftstachel-Ding, das funktioniert einfach nicht. Ja, und okay, der normale Angriff bei Relm, vergiss es. Ja, dann wird Relm vielleicht doch weiter Blitzra machen. Oder Sanctus ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, oder? In dem Fall. Ja, es passt. Ja, und für Gau müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Und ich möchte bitte, dass Gau auf jeden Fall wieder in die letzte Zeile, in die letzte Reihe kommt. So. Also diesmal sollten wir uns vielleicht nicht nach unten schubsen lassen. So, yep. Gehst du bitte nach rüber? Nein, rüber. Okay, das war knapp. Genji-Rüstung. So. Eine Magiepinsel. Oh, Magiepinsel für Relm, oder? Sanctus ist, glaube ich, zu teuer, oder? Sanctus ist garantiert zu teuer und ich nehme schon wieder Karaga. Verschwinden. Ja, komm. Hüftschwung. Oh. Ja, okay, die sind schon sehr stark. Ich sollte vielleicht wirklich hier... Relm sollte vielleicht wirklich statt Sanctus heilen, oder? Ah, ja, ist, glaube ich, besser. So. Jetzt ist die Frage, wo komme ich, wo lande ich, wenn ich... Okay, ja, ich werde es erfahren. Ach, da lande ich sowieso auch wieder da. Das ist ja spannend, okay. Warum lande ich da wieder da? Das ist ja voll unrealistisch. Ich hätte schon erwartet, dass dich da... So, zumindest dann irgendwo lande. So, also wie gesagt, wir gucken uns das nochmal an. Also Setze ganz klar... Oh, Setze, das ist ja schön. Setze ist ein Kobold, okay. Magie, dann wird Relm hier vielleicht einmal mit dem Kobold bitte wieder aufheben. Wir machen hier Rage, aber zwar machen wir... Probieren wir mal Mammut, aber blitzt der hier... Gut, da könnte ich eh Auto-Battle machen. Da muss ich das nicht nochmal eingeben. Jetzt habe ich natürlich, dumm wie ich bin, bei Relm auch Blitztech gemacht. Und Relm hat sich selbst zum Kobold gemacht. Oh, oh. Ah ja, das ist ja toll. Okay, jetzt sind wir alle im Rage-Modus. Auto-Battle fails. So. Obwohl wir, eigentlich könnte Gau auch echt mal ein bisschen zaubern versuchen, oder? Ja, toll. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Warum habe ich mich nicht entkoboldisieren können? Das ist echt komisch. Muss ja normalerweise schon gehen, oder? Gelbkirsche. So. Okay, jetzt funktioniert es. So, Schneesturm. Ja, Schneesturm ist natürlich saublöd, sehe ich gerade. Und ich mache natürlich nochmal ein Out-Battle-Fail, weil ich einfach doof bin. So. Was kostet Sanctus? Kostet 20. Ja, komm, mach mal Blitz. Ah, Gau ist tot. Das ist natürlich suboptimal. So, okay. Ich muss auf jeden Fall, So. Ja, bei Gau weiß ich gar nicht, was ich da nehmen soll. Ja komm, wir gucken mal weiter. Ich habe auch keine Ahnung, diese komischen Roboter, was die da darstellen sollten. So, lauf bitte rüber. Nein! Nein, 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 nein. So. Na toll. Würdest du bitte, ich möchte diese Kiste auf jeden Fall haben. Also lauf da jetzt bitte rüber. So wie sie's gehört. Noch eins weiter. Ach komm, ich bin doch, der ist gar nicht in mich reingelaufen. So ein Arsch. Die schuppdi-dupdi-dupdi. So, okay. Würdest du bitte einfach auf die Seite gehen? Oh, diese Typen. Vor allem, was sind das für Typen? So, und ich mach, habe ich jetzt... Ja gut, jetzt mache ich wieder Mammut. Gut, in dem Fall sogar okay.
Aber Gau ist halt immer noch viel zu schwach für diese... Ah, und ich sehe gerade, Sabin, da müssten wir dieses Phantom-Dings wieder reinpacken. So. Phantomstoß. Kann ich eigentlich Sanctus gegen alle machen? Das geht ja, glaube ich, nicht, oder? Ich probiere weiterhin Skizze jetzt einfach. Weil ich möchte nicht, dass die komplett, so kommt, läuft er da ganz rüber mal? Und vor allem, kann ich da überhaupt dann rüberspringen? Das ist die andere Frage. So, nochmal rüber. Ja, sehr schön. Ja, kann ich, okay. Gebieterbart erhalten. Was ist... Ich bekomme so komische Sachen hier. Ein falscher Schnurrbart, der das Befehligen von Mods ermöglicht. Er ändert das Kommando Skizze zu Kontrolle. Oh, Skizze zu Kontrolle. Ja gut, dann weißt du was? Das muss ich... Das finde ich ja jetzt grundsätzlich... Halbiert die... Ja, toll, sie hat Goldspange. Gut, wobei, wenn sie viel zaubert, wäre das ja gar nicht mal so blöd. Weißt du was? Ich werde nicht Relm, sondern... Waren, das ist dieser Bart, Gebieterbart. So, und Gau bekommt hier statt weißen Umhang bekommt der das. So, wo war denn das? Goldspange. Ja, weil dann kann ich Gau in Zukunft einfach zaubern. Ist Gau eben unser Zauberer, ist ja okay. So. Ich finde es immer spannend, wenn hier vor meinem Fenster irgendwie Schatten vorbei huschen. Ah, guck mal, ich kann das speichern. Das ist ja schön. Dann werde ich mir trotzdem gleich mal ein Zelt gönnen. Ich habe gar nicht so viele Zelte, ne? So, und auf jeden Fall einmal abgespeichert. So, und rein da. Ah ja. Na ja, toll. Kommt das wieder runter? Ja, es kommt wieder runter. Okay. Wir sollten direkt vor der Kiste stehen, nach Möglichkeit. Lufthauchmantel erhalten. Warum kann ich da nicht ins Menü? Weiß ich nicht. Okay. Ich weiß echt nicht, warum, dass ich da Mut ringe. Ich möchte aber ins Menü. Warum kann ich da nicht ins Menü? So, und da wird es jetzt spannend. Ich laufe einfach direkt wieder vor die Kiste und ganz ehrlich gleich schnell nach unten. So, habe ich es geschafft? Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Darf ich hier jetzt wieder ins Menü schon, oder? Weil ich möchte wissen, was ich da Tolles gefunden habe. Ach stimmt, wir haben ja die Kunstfertigkeit Attacke plus, komm, Magiepinsel, Klingenstern, okay. Was haben wir noch? Haben wir nicht noch? Habe ich nicht noch irgendwas Komisches gefunden? Weiß ich nicht. Moment, ausrüsten. Hier bei Relm nochmal kurz hier Vita, ne, immer noch. Ich möchte Magiepinsel. So. Ja, vielleicht ist das dann ganz gut. Komm, einmal Auto-Battle. Ist eigentlich wieder doof gewesen, weil Gau natürlich das blöde Mammut echt mal wegmachen muss. So. Zum Glück mit Phantomstoß haben die keine Chance. Ja. Er hat da jetzt wieder normal angegriffen, Relm, oder was? Ach ja, Kontrolle. Was passiert bei Kontrolle? Kann ich wahrscheinlich das Vieh dann kontrollieren, oder? Könnte ich mir vorstellen. Hä? Okay. Warum Kisten, die auf und zu gehen? Das... Okay, das war jetzt ein Rückweg quasi. Ne, das Ding ist weiter rüber gesprungen. Okay. Ja, nehmen wir die Kiste mit. Blitzschild. Kann sein, dass ich das Blitzschild vielleicht brauche. Wer hat denn ein Schild? Hier, du. Blitzschild ist wahrscheinlich, Blitzschaden absorbiert. Auch nicht schlecht. Ja, gut, nehme ich mit. Aber warum Kisten? Warum nicht Sprungfeder oder irgendwas? Warum offene Kisten? Das ist ja... Was war da jetzt? Warum ist da in die... Okay, ach so, nach unten. Ja, okay, komm.
Und rein bei die Türe. So, eine... Oh. Hi. Ein Mann in seltsamen Kleidern. Niemand vermag mit Sicherheit zu sagen, wer oder gar was hinter dieser Maskerade steckt. Gogo. Ach stimmt, da ist ja auch noch so ein Typ. Mein Name ist Gogo. Seit jeher übe ich mich in der Kunst des Mimens. Schon lange hatte ich keine Spektatoren mehr. Ich hab's. Ich werde einfach euch imitieren. Was meint ihr? Welches hehres Ziel schwebt euch vor Augen? Was? Verstehe, wollt also die Welt retten. Ich werde den besten Weltretter-Mimen, den ihr je gesehen habt. Ah ja, okay, jetzt haben wir Gogo gefunden. Stimmt, den gab's ja auch noch. Ja, ich habe mich gar nicht mehr dran erinnert. Wie gut ist denn der so? 38, okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Sabine ist schon 40. Der kann aber nur mimen, also der kann sonst auch wieder nix. Ist fast wie Yeti. Einfach nur, ja. Gut, ich glaube, wir hätten hier alles mitgenommen. So, ich bleib da mal stehen. Ist das eine gute Idee? Müsste ein Loch sein, oder? Nö. Danke. War das jetzt Game Over? Oh. Oh. Okay. Instant Game Over. Okay, das finde ich jetzt schon etwas fies, dass das ein Instant Game Over ist. Da muss ich kurz warten, bis die Decke wieder runterkommt. Und ich habe es fast gedacht, dass hier vor der einen Kiste, dass da kein Loch ist. Das war irgendwie fast zu vermuten. Richtig fies eigentlich, aber naja. So, gut, dann raus. Ja, das Gute ist, dass hier Pixel Remastered immer schön speichert nach jeder Runde. So. Weißt du was? Gau darf jetzt echt mal wieder was anderes machen. Gau könnte eigentlich auch echt mal mit Magie ein bisschen anfangen, oder? Ja, dafür haben wir... Okay, Sanctus... Ach, Eisrad... Ach, der hat sogar schon die besseren, sehe ich gerade. Blitzgar. Aber kostet eh nur die Hälfte. So, Kontrolle. Wir sehen uns das mal an. Angriff und du machst natürlich Autobattle. Oh, Versteinerung, danke. Haha, daneben. Okay, vermute mal, Kontrolle geht nur, solange ich den nicht angreife. Oder? Warum machst du nicht Phantomangriff? Achso, wir sind ja gestorben, da war ja was. Hätte ich bald vergessen. So. Hui, komm. Oh nein. Schubst mich da einfach runter, weißt du? So. Dip, di, dip, di. Dip, di, 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 dip, di, 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 dip, di, 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 di. Ja, bitte. Ja, doch, bitte nach draußen begeben. Danke, go. Jetzt ist aber die Frage, haben wir jetzt noch viel offen an Sachen bis auf die Phönixhöhle? Ich glaube jetzt nicht, oder? So, weiter oben, das haben wir alles erledigt. Ach, den Zauberturm hätten wir noch, ne? Könnte ich jetzt eigentlich auch angehen. Wo war der? Der war hier. Ja, komm, probieren wir den nochmal. Ich glaube, mit der aktuellen Dingens müsste es eigentlich ganz gut gehen. Wobei, ja gut, Sabin hat jetzt auch ganz gute Zauber. Also eigentlich müsste das schon ganz gut funktionieren. Hätte ich gesagt. Wir speichern einfach mal. Ich behalte Sabin. Ach, wir sind immer noch versteinert. Das ist ja toll. Einmal Goldnadel. So. Und einmal natürlich hier. Ja, weißt du was, komm. Soll ich mir ein Zelt gönnen? Machen wir mal. So. Ich könnte da natürlich auch mit Mokko und die ganzen Zwischenkämpfe ausschalten. Weiß nicht, ob das hier gehen würde. Kann ich jetzt gar nicht sagen. So. Gut, Relm ist eigentlich ganz gut mit Zauber, glaube ich. So. Wir könnten Sanctus probieren. Ich weiß nur, er hat... Moment, wir müssen hier auf jeden Fall erstmal Bann lösen. Weil der hat sicherlich wieder seine... Geschichte. So, Blitzra. Machen wir mal auf ihn. Ach, Gau ist schon wieder versteinert, sehe ich gerade. Habe ich was zum Entsteinern?
So, ja. Gut, habe ich natürlich nicht. Ich muss den unbedingt töten. Was war Alexander? Sengen über alle Gegner? Ja, nee. Dann Blitz ra. Go. Gut, der ist tot. Das ist schön. Dann einmal eine Goldnadel reingehaut. Ja, in hier Gau. Damit der auf jeden Fall wieder etwas besser wird. So, Blitzra. Und hier nochmal Blitzra. Blitzra ist hier gar nicht mal so gut, glaube ich. Oh, danke, du machst fast. Das ist ja schön. Machen wir eher Freuda vielleicht. So. Okay. So, Gau hat Gift gelernt. Das ist schön. Was dachte ich mir jetzt eigentlich vor dem... Weiß ich gar nicht mehr, vor dem Kampf. Irgendwas dachte ich mir vor dem Kampf. Dann drei Magier, oh mein Gott. Was machen die so? Eisra. Weißt du was, dann mache ich mit Feuer. Oh. 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 Moment. Was ist da passiert? Machen wir lieber mal Feuer auf alle drei. Einmal hier Engel. Stimmt, ich sollte irgendeiner muss ja vielleicht ein bisschen zaubern, wäre ganz gut, ne? Ja, toll. So. Ach komm. Ich hasse das, wenn die mich zum Kobold machen. So. Sabin, hast du denn Bann? Genau, Bann auf den wär's, ne? Die sind schon stark. Dann mach mal wie drauf alle. Hier, ja, Blitz ist jetzt blöd. Da kommst du wie drauf alle, ist okay. Weil Blitz machen die ja selber. Oder machen die alles? Ja, ich mach mal Beuge auf die. Ja, okay, die machen hier alles. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwas wieder Auto gebettelt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Es ist sehr verwirrend. So. Ah, ist nicht tot. Okay. So, Setzer hat Levitas gelernt. Wunderbar. Und Setzer hat Cave Sith ausgelernt. So, dann kommt hier als nächstes Phantom dran. Sollte ich mich vielleicht heilen? Nein. Da ist eine Tür. Oh, schön. Ein kleiner Zwischenraum mit einer Kiste. Sicherheitsbit. Was ist ein Sicherheitsbit? Ein Bit, das den Träger schützend umkreist, bewahrt vor Todesmagie, Stein und Zombie. Ja, das wäre ja gar nicht mal so blöd. Weil Gau wird eh dauernd versteinert, aber... nee. Nö. Nimm ich nicht her. So. Okay, die beiden wieder. Präventivschlag, super. Hat der eh nicht von vornherein das Ding, oder? Und hat er von vornherein sein... Sein Schild? Ich glaube ja nicht. Na doch, natürlich hat er von vornherein sein Schild verfügt. Ah, ja. Warum hat der von vornherein sein Schild? Das finde ich gar nicht so toll, ne? So. Muss ich mir einfach merken. Hätte ich eigentlich letztes eh schon gewusst, aber dann dachte ich mir, nö, ist doch nicht so. Das Tolle ist nämlich, hier kann man richtig schön auch trainieren. So, komm, noch markieren mal. Also Magie trainieren. Aber ich kann mich erinnern, dass der Boss oben ziemlich gefährlich war. So, da ist natürlich wieder das... Ah, Präventivschlag. Sehr schön. Da ist natürlich wieder so ein Typ dabei. Habe ich Bann, das passt. Dann können wir hier schön mit... ja, machen wir... Blitzra ist mir eigentlich immer am liebsten, weil Blitz ist, glaube ich, doch das stärkste von den drei Hauptzaubern. Kann ich Sanctus eigentlich auf alle? Nee, das geht natürlich nicht. Also machen wir Blitzra. So. Brotes. Ach, das ist schön, wenn du Brotes auf mich zauberst. Und Hass zauberst du auch noch auf mich. Das ist ja ganz toll. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja keine Magiepunkte mehr. Dann muss ich vielleicht doch ein bisschen raspeln. Oh, schön, der hat... Ich sehe schon, da haben wir ein Problem. Wo ist es denn? Bann. Da haben wir Bann. Bitte einmal töten. Also bitte einmal die... Das Schild töten. Oh, Gau ist tot. Das ist jetzt
Ja, Raspeln. Warum habe ich jetzt eigentlich Raspeln genommen? Bin ich doof? Habe ich mir jetzt. Oh, ich habe mir selbst Magiepunkte entzogen. Das ist ja. Das ist ein Traum. So. Kann ich noch Raspeln? Raspeln braucht zumindest eins. Toll. Jetzt hat er schon wieder Reflekt rausgehauen. Du wirst mich doch wahrscheinlich irgendwie ein bisschen verarschen, oder? So. Bann. So, und hier einmal Vigra hätten wir auch schon. Ja, jetzt hat sich nicht mehr ausgekommen. Vigra auf Gau. So, Blitzka. Ja, kann hier nichts mehr machen. Aber gut, der Gegner ist auch tot. Es ist die Frage, ja gut, ich muss ja eh fast einen Ether muss ich sowieso jetzt hergeben, weil wenn der gar nichts mehr hat an Magiepunkte, bringt er auch nichts. So, Fertigkeiten, der hat noch am meisten Magiepunkte. Eigentlich Sabin, spannenderweise. Also kurz mal Vita-Heilung durchführen, danke. So. Wenn ich zwischendrin wo ein Zelt nehmen könnte, wäre schön. Ah, da ist noch eine Tür. Rang 5 Magier, was ist denn da los? So, Bio. Okay. Das war stark. Was macht Kirin nochmal? Heilt nach und nach die LP alle Gefährten. Nee, ich mache hier lieber Vitra auf Setzer. Setzer muss hier mal Subspirit verwenden, probieren. So, dann machen wir hier einmal Sanctus. Könnte nämlich gar nicht mal so schlecht sein in dem Fall. Funktioniert das? Ich bin gespannt. Oh, hat sogar... Wow, 6... Ja. Hat funktioniert nicht. Ich weiß nicht, da ist irgendwie mit dem Dingens hier... Das sieht ein bisschen falsch aus, glaube ich. So... Alexander könnte ich machen, kostet aber 90 MP, das ist fast zu viel. Komm, ich heile Sätze lieber vom Gift. Schauen wir mal, ob Sanctus funktioniert. Ja, definitiv ganz gut sogar. Und er ist tot, okay. Also Sanctus scheint richtig gut zu sein. So, ein bisschen Gegengift. Wunderbar. Hoch, und was ist da drin? Schön wäre, wenn irgendwo ein Speicherpunkt wäre. Ein Genji-Schild erhalten, das haben wir doch auch schon 100 Mal, oder? Genji-Schild. Ein antiker Schild aus einem weit entfernten Land. Gut, Magie, Abwehr, Magie, Reflex steigt ganz gut. Aber naja. Ich weiß ja nicht, wie viele Stockwerke das dieser Turm eigentlich hat. Kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern. So, da haben wir wieder so einen Typen. Gravigar. Oh, auf alle. Ja, das ist ja spannend. Okay, Gravigar auf alle. Da muss ich jetzt leider... Achso, ich habe hier noch gar nicht. Okay, habe ich Bann? Habe ich. Super. So, dann muss ich hier... Jetzt ist er tot, oder? Natürlich ist er jetzt tot. Das kann er nicht überleben. Ja toll, jetzt sterben wir alle nach und nach, weil... Das war ein bisschen gemein, muss ich sagen, was da jetzt gerade passiert ist. So. Weil das Gravigar am Anfang, das war halt echt, das war böse. Habe ich Engel hier irgendwer? Macht er das schon wieder? Ja, das Problem ist nämlich dann, wenn ich einmal... Ah Gott, Gott sei Dank, ich werde wieder geheilt. So. Gut, und ich habe es auch überlebt. So, wie drauf. Alle machen wir nochmal. So. Ja, und hier noch eine Phönixfeder. So, und ich müsste echt jetzt gucken, dass ich hier vielleicht mal... dem mal ein bisschen Schaden zufüge. Ja, glaube ich, nicht blöd. Dieses Gravitas. Überlebst du das, Sabin? Natürlich nicht. Toll, warum habe ich den eigentlich nicht geheilt? Weiß man auch nicht so genau. So, der ist mal tot. Toll, und Relm ist versteinert. Das... Und er hat schon wieder... Ach, er hat schon wieder gar nichts mehr. Moment, hoffentlich funktioniert Subspirit. Ich mache hier mal Subspirit ein bisschen. So. Subspirite mich ein bisschen. Oder auch nicht. Och, komm, echt jetzt? So. Es liegt jetzt alles an Gau. Gau muss das Ganze wieder rumreißen. Oder auch nicht, weil Gau ist tot. Moment. Ich mache lieber den da. Ich könnte eigentlich auch Relm einfach mal entsteinern. Wäre wahrscheinlich auch nicht so blöd. So, jetzt ganz kurz. Ah ja, hat er wieder gar nichts zu machen. Verdammt, ja, komm, machen wir lieber mal Sanctus. So. Gar keine Heilzauber, wie gibt's denn sowas? Stirbst du bitte? Nein!
Nein, nicht Subspirit. Bitte nicht Subspirit. Das ist ganz schlecht. Subspirit ist schlecht. So, das war zum Glück daneben. Goldnadel. Haben wir da. So. Und Kobold wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Und er hat es natürlich nicht überlebt. Wow. So, Gelbkirsche. Haben wir zum Glück auch sehr viel, wie es aussieht. Willst du mir doch jetzt nicht sagen, dass ich jetzt diesen einen Gegner nicht mehr schaffe, oder? Weißt du was? Ich mache ihn jetzt einfach tot. Ja, reicht's mir. So. Gott, was war denn das jetzt? So. Lern doch bitte mit Beben, Graviger, Tornado. Nee, es wäre gut, wenn du hier... Regener Engel wäre auch ganz praktisch, aber haben wir irgendwo dieses Refleck? Nee. Er hat denn... Shiva. So. Ah, der Unterschied zwischen Raspeln und Subspirit. Ah, Raspeln zerstört MP eines Gegners und Subspirit absorbiert. Okay. So war das. Gott, ich bin ein Idiot. Das habe ich falsch gemacht. So, Phönixfeder. Oder habe ich das falsch gemacht? Ich weiß gar nicht. So, Fertigkeiten. Wir hatten noch viel. Ich sollte eigentlich High Potions... Na gut, ich habe gar nicht so viel High Potions, sehe ich gerade. Er ist jetzt blöd. Da muss ich zumindest hier... Ja, ich probiere es mit Setzer nochmal MP zu ziehen. Aber ich glaube, hier Äther auf Gau lässt sich nicht vermeiden. Wie hoch ist dieser Turm noch? Ein Zelt wäre ganz gut. Oh, Rang 7 Magier, das wird ja immer besser. So. Oh. Okay, ich sehe gerade. Ich glaube, das ist eher eine schlechte Idee hier. Was sind wir jetzt? Sepp in Eisra. Ja, komm, schauen wir mal, ob wir den irgendwie schaffen. Eisgar. Ich gehe jetzt einfach mal aufs Ganze. Ah, natürlich hat der... Ach, verdammt. Natürlich hat der... Ja. Ah, natürlich hat der... Ja, super. Wow. Oh, Gau tötet... Ah, nee, Gau heilt sich, Gott sei Dank. So... Ich glaube, der hat ein Problem damit, dass ich in seinen... Okay. So, Relm ist tot, Setzer ist tot. Das ist natürlich alles nicht so ideal. Gau überlebt Bio zumindest irgendwie. Ja, zumindest okay, zumindest sterben die relativ schnell. Mit Eisgar. Oh, jetzt sind alle tot. Das ist ja ganz toll. So. Oh, tot. Was für eine Freude. Oh, Feuer. Oh, tot. Was für eine Freude. Okay. Ja, offensichtlich sind wir, ehrlich gesagt, noch nicht ganz stark genug hier für die Geschichten. Und das Problem ist natürlich, hier bekomme ich auch keine Level. Von dem her würde ich sagen... Ja, wir laufen zwar vom letzten Spielstand wieder, es ist ein bisschen gemein, weil natürlich das nur beim Pixel Remaster geht, ja, werden sich wieder alle beschweren, dass ich hier cheate. Wir müssen da auf jeden Fall noch trainieren, weil diese Rang 7 Magier, die sind fast noch zu stark für mich. Aber den müsste ich eigentlich relativ easy mit Blitzgar töten können, oder? Oder hat der Reflekt drauf? Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Meinte, ich könnte hier mit Medica erstmal ein bisschen hier das wieder medikalisieren. Ja, schauen wir mal, ob Blitzgar funktioniert ganz gut. Und er ist nicht tot. Okay, schade. Blitzhaar. Hier vielleicht Subspirit. Ja, vielleicht schafft Setzer ja doch mal, sich ein paar MP zu ziehen. Könntest du bitte, ich wollte gerade sagen, könntest du bitte sterben, danke. So. Also müssten wir echt schauen, dass wir eine Truppe mitnehmen. Vor allem, man hatte gesehen, die ziehen 3000 ab. Also das ist wirklich... Oh, Zauberpötte. Äther. Ah, das ist ja süß. Danke. Flucht. Äther, ah, das ist ja nett. Flucht. Okay.
Okay, das war jetzt voll random, aber sage ich jetzt auch nicht nein. So. Ja. Geh mal Sirene, komm. Wobei braucht man das überhaupt? Ich sollte vielleicht wirklich mal die Sachen lernen, die ich wirklich gut brauchen kann. Aber erstmal schauen, dass wir irgendwie da wieder runterkommen. Jetzt muss ich schauen, ist mein... Was ist denn da los? Präventivschlag, ja, das ist schön. Dann machen wir nämlich einmal hier... Bann bei ihm und einmal hier Bann bei ihm. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Was war das jetzt? Telepo. Nee, das wollen wir nicht. Wir sind ja nicht feig. So. Und hier einmal Blitzra auf alle. Und hier einmal Blitzra auf alle. Und dann schauen wir mal, was passiert, ne? So, und hier ein bisschen Subspirit. Müssten die eigentlich jetzt eh tot sein. Ja, genau. Sabin hat Beben gelernt. Das ist schön, wenn Sabin das gelernt hat. Habe ich noch nie verwendet, glaube ich, Beben. So, Rang 3 Magier. Die, glaube ich, haben auch... Ne, die machen Bann. Oh, okay. Gau hat keine MP mehr. Das ist natürlich unschön. Ja, komm, wir nehmen Eteli. So, Relm. Einmal Sanctus auf einen... Ah, Sanctus geht ja nicht. Verdammt, habe ich vergessen. Blitzra. Oh, Setze ist tot. Das sehe ich jetzt erst. So, jetzt macht er wahrscheinlich Barriere, oder? Nehme ich mal. Okay. Ah, ja. Bitte tötet mich nicht. Danke. Sollte es mich doch nicht töten, bitte. So, eine Gelbkirsche. Gelbkirsche haben wir da. So. Okay, jetzt habe ich nichts mehr. Ah, ja, gut. Gau überlebt das vielleicht irgendwie. Die waren jetzt ein bisschen radikal. Jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht mitgekriegt, wer was jetzt, Überlebst du das? Ja, doch. Machen wir mal. Ja, wie drauf alle. Jetzt weiß ich nicht, wer Bann hat von denen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Also wer... Probieren wir mal den letzten. Ich kann natürlich auch einfach auf alle und ich gehe auf Risiko. Ich weiß, einer hat auf jeden Fall... Boah, ist so schlecht. So, der untere, okay. Zieht mir bitte nicht dauernd meine MP aus der Tasche. Das finde ich echt nicht nett. So. Hole ich mir jetzt alle wieder zurück. So sieht es nämlich aus. So. Kannst du auch Subspirit? Nee, noch nicht. So. Okay, ist gut. Super. So, Setze hat Sachen gelernt, das ist schöner, ist Setze wahrscheinlich, ja genau, ausgelernt. Da kommen wir mal Karfunkel rein. Habe ich eigentlich, Moment. Ne, es sind nur 4 ausgerüstet, okay. So, und wir sind zum Glück wieder unten. Okay, gut, ja, also das war jetzt nicht so extrem glorreich, wie ich gerne gehabt hätte. Ich sollte vielleicht trotzdem kurz speichern. Was ist eigentlich da unten nochmal? Ist das eine dreieckige seltsame Insel? Aber was war denn da nochmal? Nix in Wirklichkeit. Zumindest laut Karte ist da nix. Ja, immer diese böse Karte. So, ich glaube, ich kann ehrlich gesagt... Ja, hier drüber speichern. Ah, da war so eine Stadt. Okay. Das ist einfach nur ein Klumpen. Und ich möchte jetzt nochmal so fliegen. Achso, ich sollte vielleicht kurz übernachten irgendwo. Wo haben wir denn ein Dorf? Da. Vielleicht einmal kurz übernachten. Das ist günstiger als ein Zelt. Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Ich habe nach unten gedrückt und habe dieses Gebiet dann verlassen.
So, okay, Nikea, wir übernachten hier kurz da drin und ja, ich würde aber sagen, das soll es für heute dann auch gewesen sein und ja, ich weiß nicht, nächstes Mal, ich werde mich ein bisschen vorbereiten, was wir nächstes Mal machen, damit ich nicht wieder komplett planlos hier durch die Gegend laufe, auch wenn euch das natürlich gefällt, aber ja, ich weiß nicht, muss ich nicht haben, immer so planlos, so. Gut, aber auf jeden Fall, wie gesagt, danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Genau, einmal kurz abspeichern und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.